Also ich sehe eher bei uns das Problem, dass wir Nachforschung anstellen wollen und damit Leuten auf die Zehen treten werden, auf lange Sicht gesehen. Sagen wir mal, wir schaffen es total unauffällig jetzt in die Stadt irgendwie rein oder holprig, aber unauffällig soweit. Sobald wir anfangen, unsere Nachforschung zu machen, damit werden wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen und damit beginnen unsere Probleme. Das wird ein Problemfaktor sein. Darum muss ich ja der coole Typ sein, der den Erzdämon gerufen hat, damit die Leute, die Probleme mit uns haben, denken, das sind krasse Dudes, mit denen will ich mich vielleicht nicht anlegen. Und da kommt Carlotta selbst und denkt sich so, ja, der Typ, ne? Stell ich mir mal vor. Und dann haben wir direkt Connections zu Carlotta. Ja, Galata kommt auch direkt persönlich angelaufen. Ja, klar. Er hat nichts Besseres zu tun, als in seiner Stadt sich irgendwelche Neulinge rauszufischen, die irgendeinen Behaupten, Stuss labern. Erzdämonen zu rufen. Na, die bis dahin erstmal gar nichts geschafft haben, außer den Mund aufzumachen. Ja, richtig. Geschafft haben wir erst was, wenn wir irgendwie wenigstens ein bisschen auf den Sack gegangen sind. Ach, wir schließen uns einfach Galotta an. Der ist ein cooler Typ. Der wird nur von allen gemobbt. Und dann hat das einzig Richtige gemacht. Und Genau. zwar versucht, das Mittelreich zu vernichten. Alles Lügen. Übrigens, Abel, mir, dieser Galotta, der war auch mal ein Weißmaier. Was hältst du eigentlich von dem? Ich weiß. Bist du auch so einer? Soll ein netter Kerl gewesen sein? War der vielleicht bei euch Lehrer, der Typ hier, Tarsonius von Betana? Nee, der war in. Ach, der heißt von Betana, Fasar war der ist der? von euch. Fasar war der und in Nö, nö. Punin. Ausreden. Aber mir, das wollen wir gar Und nicht hören. Galotta war in hier diesem Beherrschungsinstitut, Weißmarschen Beherrschungs. Wie heißt die nochmal? Und der hält sich zu Elmino? Ellen Wiener, genau. Da war Ah, er ne, hält sich, ist Spekulität. Schwachsinn. Er war da Spektabilität? Ja, Echt? Beherrschungs, ja. Dann haben sie sich gedacht, ja, den Typen, den müssen wir mal als Leibmagier anwerben. Nee, dann hat er sich irgendwie beworben Nee, oder wurde Hofmagier. beworben als Hofmagier und da hast du dann endgültig abgekackt. Abgekackt, Entschuldigung. Nachdem hat ihn fertig gemacht. Ja, genau. Möchtet ihr hier noch irgendwas gegen unseren lobpreisenden Gottkaiser Galotta sagen? Ich glaube, vielleicht Dämonenkaiser. wegen. Nein, Gottkaiser. Der Gottkaiser ist nur Harl. Der hat sich selbst so ausgerufen und hat ihm auch nie geschadet. Ja, aber ich glaube nicht, dass Galotta sich selbst der Dämonenkaiser nennt. Also behaupten wir mal, er ist der Gottkaiser. Ich glaube, dass er sich selber Dämonenkaiser nennt, aber ich bin nicht ganz sicher. Echt? Vor allem Lucius Borbarat nannte sich nur Dämonenkönig, glaube ich, oder? Er nennt sich Kaiser. Aber Me egal. Ist er nicht Dämonenmeister. Meister, genau. Knechter der Dämonen wird er, glaube ich, auch geschrieben. Okay. Aber er ist ja auch Portifex Ultimus oder sowas, oder Portifex Maximus. Ultimus. Ja, genau, er ist ja sozusagen der die Sphärentore aufgestoßen hat. Heiler Ficker. Und deswegen nennt sich ja auch Xeran Portifex Maximus, weil er sozusagen jetzt hier da der kleine Pimmel von ihm ist. Der Pimpf. Pimp my ride. Aber der ist der einzige legitimierte Nachfolger von ihm, oder? Weil er irgendwie Glaub, der größte der hat Arschkrieger sich selber legitimiert irgendwie. war. So. Also von den ganzen Heptarchen finde ich tatsächlich Xeran am geilsten. Das wird nur längst verlebt und wie er da schon in DSA 1 hat er schon existiert irgendwie durch. Hier die Göttin der Amazonen irgendwie. Ja, die hat er ja alle getrickt. Das wirkt zum ersten Mal aufgetaucht irgendwie. Rate mal, wer dem Fürsten von Warung erzählt hat, dass über der einen Tochter von ihm ein schwarzer Schatten liegt. Ja, falsch? Okay. Xeran? Ja. Aber als Weissagerin mit irgendeinem Anachronym, wie heißt das? Anachronismus? Nee. Wenn du die Namen drehst. Anam Anagramm. Anna Anagramm, genau. Hat sich als Frau verkleidet, als Hexe, Zauberin. Mit einem Anagramm. Als Markgraf Trondwig zu Walrong vier Harl von seiner angetrauten Algrid erfuhr, dass sie guter Hoffnung sei, wagte der Pflanzenliebhaber sein Glück kaum zu fassen und fürchtete doch um die Zukunft seines Kindes. Von einem Seher, einem Buckligen namens Neraxa, erfuhr er, dass seine Frau Zwilling das Leben schenken würde, die sie jedoch als unschuldige und verderbte Seite einer Seele teilen würde. Als Algrid unter den Sternen Horas und Leftan tatsächlich zwei Töchter gebar, die eine von goldenem Gemüt, die andere schon in der Wiege unglückbringend, entschied er auf Rat des Wahrsagers, die Erstgeborene mit dem blonden Haar Perrhaeniane zu nennen und als seine Tochter anzuerkennen. Die schwarzhaarige Zwillingstochter aber erhielt keinen Namen und wurde im Forst ausgesetzt.
Netter Typ. Mann, und ich mochte den guten Trondweg, Alter. Und jetzt stelle ich fest, dass das so eine Bitch ist. Ja, Weltbild von Niklas mal wieder zerstört über einen Charakter in DSA. Eigentlich nur einer der wenigen. Bei den meisten weiß man halt, dass das Bitches sind. Jetzt war es auch zum Glück von ihm. Aber Trondweg schillt halt irgendwie in Garit mit seinen 70 Jahren, 75 Jahren und spielt quasi den Gärtner für die alte Residenz. Schon lustig. Wird er nicht später auch Vorsteher von einem Orden? Ja, der hat die Terbonita, glaube ich, gegründet. Nee, irgendein anderer Orden hat er gegründet. Bei Schwesternorden? Genau. Und in seinem Garten ist mal ein Nachtschattendämon erschlagen worden. Ja. Nachdem du dann unten in den Keller gestiegen bist, der seit 400 Jahren nicht geöffnet wurde. Erste Ecke, Läuft. 5 Orks kommen auf euch zu, greifen euch an. Ehrlich? Ja. Klar. Deswegen. Und das alte DSA-1-Abenteuer? Ja. Ja, das ist ein ziemlich altes Abenteuer. Das ist aber die Sache, dass der Roman liest sich deutlich besser. Da ist nämlich sozusagen so eine riesengroße Pflanze, die sich öffnet und dann so ein Schlund einfach in den Boden im Garten. Das habe ich gelesen. Und dann sind die da irgendwie in diese Pflanze eingestiegen. Mit drei dann war das irgendwie so ein Agrimod-Unheiligtum. Genau. War schon geil. Das fand ich auch ziemlich cool. Da habe ich mir gedacht, okay. Und da habe ich gesagt, man kann das Abenteuer nachspielen und da war das einfach nur der Keller. Rory O'Connor. Anstatt irgendwelche Pflanzenteile, die nach einem greifen, das wäre so viel besser gewesen, dass man da irgendwelche Pflanzen vermöbelt. Ja, aber Plants vs. Zombies gab es damals noch nicht. War die später auch irgendwie dieser Killer von, also diesem Erzmagier, Pferd Rotwand? Das ist eigentlich immer noch so, dass der Nachtdämon sich gerne in Pflanzen versteckt. Die Orks konnten ja da unten überleben, weil wahrscheinlich Wasser durch die Erde sickert und die Orks die Pflanzen gefressen haben. Wahrscheinlich. Aber die Pflanzen haben ziemlich aggressiv gemacht, deswegen, wenn die Helden sich weiterkommen, stürmen direkt los. Deswegen haben sie 400 Jahre überlebt. Ja, und vor allen Dingen deswegen haben die auch schlechte Werte bekommen. Deswegen greifen die mit Attacke 12 und Parade 10 an und machen 1W6 plus 4, weil die einfach die ganze Zeit die Pflanzen fressen. Das, die klingt irgendwie, immer noch besser als die degenerierten Orks aus der Alchemist. Ja, die, Attacke, das Attacke sind vielleicht 9, ihre Kinder, deswegen Attacke, sind die Attacke 9, Parade 8, kämpfen mit Säbeln. Also ich muss mich echt fragen, was sind das für Orks? Können die nicht kämpfen? Ja, das ist das Problem, wenn DSA-Autoren Level 1 Abenteuer schreiben und meinen, sie müssten mal Orks mit reinbringen, die ein anderer Typ aus dem Krieg mitgebracht hat. Also irgendwelche Veteranen-Orks mit Attacke unter 10 Werten und Parade unter 10 Werten. Nee, das waren irgendwelche Wilderer. Okay. Es muss schon ein sehr junger, sehr unerfahrener Ork sein, wenn er Attacke unter 14 hat. Ich weiß auch nicht, was die Orks da machen als Söldner, so weit unten, hinter den Zwergen noch. Nee, ist das ein Alchemist spielt? Doch, der spielt. Spielt südlich von Xordosh. Stimmt, das ist natürlich gar keinen Sinn, dass es da ist. Ja, die haben halt irgendwie so wilde Orks gesehen und dann haben sie denen vielleicht das Ultimatum gestellt, entweder bringen wir euch um oder du arbeitest für uns. Dann haben sich die treuen Orks natürlich gedacht, für den Treu arbeiten wir jetzt. Schließlich haben wir Attacke 9, Parade 8 liegen, die Waffen kommen wir nicht an. Die übrigens die übrigens da ausgebildet werden, haben auch Attacke 10 und Parade 9. Wahrscheinlich könnten die unheimlich gut kämpfen, wenn die Nadel und Faden gibt. Dann haben die hier Nahkampfwaffen gestanden. Ich wollte gerade sagen, die werden wahrscheinlich irgendwie von den Chunkmarken oder so da ausgebildet. Genau, wie kämpfen die alle schwul? Die wollen eigentlich nur einen schwulen Schneiderclub eröffnen. Und also der Graf hat gesagt, wenn ihr lange genug für mich arbeitet, dann eröffne ich euch den. Die haben ja eine Weibelin da und die Weibelin ist wahrscheinlich in Wahrheit irgendwie nur Chunkmarkt. Stimmt, die waren auch genauso gute Werte. Nee, die hat 14 bis 12 tatsächlich. Ich habe gut. Trotzdem. Also im Vergleich zu den anderen. Waren auf jeden Fall interessante Typen. Ich habe halt auch die Pferde aus dem Buch genommen und dann haben sich meine Heldengruppe gedacht, okay, wir stürmen jetzt die Burg. Und es hat einfach geklappt. So wie das Abenteuer auch ausgelegt ist. Ja, richtig. Wir nehmen einfach mal eine Burg ein. Und dann spielst du immer nochmal mit 8000 AP-Helden so ein Abenteuer nach und dann stürmen die da rein. Das erste, was passiert, ist, dass die irgendwie zwischen zwei Fallgittern gefangen sind, von überall Pfeile her und Bolzen herhageln und dann noch die Helden noch nicht mal durchs Eingangsbereich durchgekommen sind und schon tot sind. So, und die Serie denken, oh, die war ein bisschen besser vorbereitet, du. Wird dann in der Wildermark nochmal nachgelebt, mit vielen Leuten eine Burg einnehmen. Haben jetzt ja schon First-Class-Erfahrung.